So. Herzlich willkommen zum ersten Meinl-Trainer-Talk hier im neuen Zoll Sportsbar. Ich möchte gleich nochmal den Hattel ganz herzlich begrüßen. Schön, dass wir beide hier zu Gast sein dürfen. Des Weiteren den Gästetrainer und natürlich auch unseren Trainer. Und ich bitte gleich den Gästetrainer mal, seine Sicht zum Spiel zu schildern. Ja, als erstes freue ich mich, dass ich hier einen Punkt entführen konnten, sage ich jetzt mal. Für uns war es ganz wichtig, dass wir nach der Negativserie halt in der Vorrunde, die übrigens gegen Neustadt angefangen hat oder begonnen hat, einigermaßen in die Runde kommen. Ich habe es gerade bei den Trainer schon gesagt, ich hatte eine Vorbereitung, die sehr bescheiden war, die nichts Gutes erhoffen hat lassen. Aber wie gesagt, ich habe immer wieder meinen Jungs gesagt oder sehr aufgeregt und habe gesagt, es ist alles im Leben möglich und das haben wir heute versucht, alles zu geben und zu kämpfen hier. Das ging, finde ich, auch aufgrund des Platzes oder den Platzbedingungen auch sehr gut hier und wir konnten den Punkt entführen. Herzlichen Dank, mein Freund. Patrick, für dich ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene oder wie siehst du das? Ich denke, wenn man die Chancenauswertung anschaut, natürlich für uns zwei verlorene Punkte, ganz klar. Wir haben viele hundertprozentige Chancen liegen lassen. Leider, ich war mal in der 96. Minute an, wo der Fabian Döllinger eigentlich das leere Tor trifft. Drei, vier solche hundertprozentigen Chancen habe ich gesehen. In der ersten Halbzeit war es der Sven Fleischer, wo man zum 2-0 auflegen können. Wo man den Ball über den Tor wieder lupfen, anstatt hinterher zu gehen und den Ball ins Tor zu schieben, gehen wir einfach davon aus, dass es ins Tor geht. Ja, und wenn man so viele Chancen liegen lässt, dann kann man so ein Spiel einfach nicht finden. Okay, danke fürs Erste. Nochmal an Sie die Frage. Garitz hat jetzt von dem Rückzug von nach erstens Augsburg jetzt profitiert. Inwieweit kommt Ihnen das entgegen oder verbessert es jetzt Ihre Situation Richtung Relegationsplatz? Ja, tabellarisch sieht man es ja. Wir haben nur einen Punkt Rückstand jetzt auf den TSV Lengfeld. Das ist absolut machbar. Wie gesagt, mir persönlich als Trainer des Vereines war es wichtig, dass die Mannschaft einigermaßen in die Runde kommt und so eine Negativserie nicht hier fortführt, sondern wirklich vielleicht mal einen Schnitt macht und auch sieht, dass sie in der Klasse auch einigermaßen mithalten kann und so einen Punkt erholen kann. Das ist uns heute gelungen. Ich glaube, das wird ein riesen Motivationsschub für die Mannschaft da sein. Ich glaube, dass auch vielleicht auch der andere oder andere jetzt öfters zum Training kommt und sich ein bisschen mehr bemüht, um wirklich den Relegationsplatz zu erreichen, denn der ist auf jeden Fall machbar. Das heißt wahrscheinlich für Sie wird jetzt jedes Spiel ein Endspiel sein? Ja, natürlich. Vor allem auch die Heimspiele, die sind sehr, sehr wichtig bei uns. Ich glaube, da haben wir auch zwei, drei Gegner da, die wir auf jeden Fall schlagen können, auch mithalten können. Da werden wir uns spezifisch darauf vorbereiten. Natürlich, wenn wir solche Punkte wie heute noch mitnehmen können oder entführen können, ist für das Selbstbewusstsein natürlich sehr gut. Patrick, wir haben jetzt dann als nächste Mannschaft Rimpa. Wie sind deine Aussichten oder in welche Richtung denkst du? Mehr die defensive Weise oder noch mehr Druck, noch mehr nach vorne? Wie ist daran die Zielsetzung? Voraussichtlich erst einmal drei Punkte, nehme ich an. Das ist richtig, erst einmal den ersten Sieg im Jahr 2014 einzufahren. Rimpa ist eine Mannschaft, wir haben dreimal gegen sie spielen dürfen, haben wir keinen einzigen Sieg gegen Rimpa erzielen können. Es wäre mal ein kleiner Titel für uns zu holen, ein Auswärtssieg in Rimpa. Anschließend sind wir Sand und Ansbach. Ja, es sind schwierige Aufgaben vor uns, aber wir haben eine gute Mannschaft, die es heute leider nicht geschafft hat. Ich habe im Vergleich zu meinen Kollegen eine sehr, sehr gute Vorbereitung hinter mir, oder wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns. Aber wir haben es heute leider nicht geschafft, diese Tugenden in das Stadion rein zu transportieren, die Effektivität hat uns gefehlt. Und die müssen wir schnellstmöglich wieder kriegen. So also haben wir uns erarbeitet, wir müssen es halt auch nutzen. Nach hinten waren wir gut gestanden, da gibt es überhaupt nichts. Wir haben eigentlich aus dem Spiel heraus keine Chance zu lassen. Das 1:1 fällt auch ohne die Standardsituation, wo wir da Foulspiel machen, wo der Gegner im Rücken zum Tor steht, dass das schwer zu verteidigen ist, das wissen wir. Da war der Gegner auch sehr, sehr konsequent auf dem zweiten Ball, um diese Dinge jetzt abzustellen. Und es muss unser Anspruchsdenken sein und unser Ziel sein, immer das nächste Spiel in der Liga zu gewinnen, sonst nichts. Also muss es unser Anspruchsdenken sein, unser Ziel sein, nach Rimpa zu fahren, mit dem Ziel, da drei Punkte reinzufahren. Das heißt also, du rechnest
drei Punkte und jetzt muss ich mal ein wenig komisch fragen. Kann man momentan schon fast von einem kleinen Heimfluch sprechen, weil es immer nicht funktioniert, weil jetzt kommen dann richtige Brocken mit Sand und Ansbach. Wird es ja schätzungsweise auch nicht einfacher. Wie ist da deine Zielsetzung? Ja, Heimfluch, das ist ja schon eine Sonntag. Meine Tatsache ist, korrigiere mich bitte, ich denke, wir haben seit Ende August kein Heimspiel mehr gewonnen. Das liegt nicht an dem Platz, das liegt nicht an unseren Zuschauern, an unseren Fans, das liegt nicht am Verein sein, sondern es liegt einfach daran, dass wir die Leistungen, die wir oft auswärts abgerufen haben, zu Hause einfach nicht abrufen. Aus welchem Grund auch immer. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich sage, ich weiß den Grund. Ich weiß ihn einfach nicht, warum wir zu Hause wesentlich weniger Punkte gemacht haben wie auswärts. Ich kann es mir auch nicht erklären. Wir waren sonst noch nichts der Handspiel, Freunde. Wir spielen jetzt einmal auswärts, dann spielen wir zweimal zu Hause. Dann die Herausforderung wird auch nicht mehr. Heimsieg hier in Neustadt-Aisch. Das heißt, wir haben eigentlich als Motivation für das nächste Heimspiel auch, dass wir endlich wieder mal drei gewinnen. Und damit möchte ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Danke den beiden Trainern. Euch in Garitz noch weiterhin eine gute Saison. Und dir, Patrick, drei Punkte auswärts und dann endlich mal drei. Da haben wir es für heute. Danke, tschüss. Danke.